Herzlich willkommen zurück hier in Darmstadt beim German Tour Finale 2016 und wir haben ein weiteres Challenge Match. Nachdem wir eben schon Evan Reyes und Tobias Heuss gesehen haben im neuen Ball Race to 9, sehen wir jetzt Evan Reyes, den Magier, gegen Christian Reimering. Neun Ball Race to 7 haben sie sich geeinigt. Winner Break, gehe ich mal von aus. Und Christian zeigt schon an, seht her, ich bin an der kurzen Bande, ich nehme die Sache hier tot ernst und zeig meinem, ja, auch für ihn gilt das, glaube ich, meinem Idol, mal wo der Hammer hängt. Mein Name ist Jochen Maurer und ich kommentiere mal das Spiel jetzt für euch. Der Ralf Eckert hat Pause und der kleine Ricky, naja, der darf nicht mehr ran. Schaut mal auf die Uhr, es ist kurz vor 22 Uhr. Trotz Ferien gilt natürlich auch hier das Jugendschutzgesetz. Aber ich denke mal, ich habe es nicht gehört, aber ich habe ja schon gestern mit dem kleinen 10-jährigen Jungen hier aus Darmstadt kommentiert und denke mal, das wird auch diesmal lustig und angenehm gewesen sein. So, und wenn ich jetzt gerade da hingehe, hingucke, trotz aller Announcements hat man sich jetzt wohl offensichtlich zu 10 Ball bekehren lassen. Na, hier ändern sich Dinge ab und zu mal auf dem kurzen Dienstweg und die kommen dann bei mir nicht sofort an. Auch beim Bernd Schmotz, der ist etwas überrascht, der ändert aber gerade die Disziplin von 9 Ball auf 10 Ball. Und ich werfe derweil mal einen Blick auf die bisherigen Ergebnisse in den 6 Gruppen, denn parallel auch auf Tisch 2 zum Beispiel mit Evangelos Fetters und Tony Drago haben ein hochklassiges Spiel im Livestream. Da steht es 4-3 für Fetters. Schaut mal da rein, wenn euch das Turnier auch interessiert und ihr nicht unbedingt hier das Challenge-Match sehen wollt. Das natürlich mit Evan Reyes und Christian Reimering hochklassig besetzt ist. Ist aber nur in Anführungszeichen Nebenprogramm zum German Tour Finale, damit wir unsere beiden Stars, Django Bustamante und Evan Reyes, natürlich auch ein bisschen öfter zu Gesicht bekommen und nicht nur im eigentlichen Turnierbetrieb. Denn Django haben wir ja heute schon ein paar Mal gesehen und Evan Reyes wird morgen zum Kö greifen. Also im Turnierbetrieb, meine ich. So, jetzt versprochen mal der Blick auf die einzelnen Gruppen. Marco Dorenburg sehe ich, André Obst, beide in ihrer Gruppe ungeschlagen, 3 Spiele, 3 Siege. Kevin Schiller, 4 Spiele, 4 Siege. Django Bustamante, 3 aus 3. Patrick Bund, 3 aus 3. Hui, also da sind noch mehrere Leute ungeschlagen. Genauso Andreas Roschkowski, 3 aus 3. Melanie Süßengut, 2 aus 3. Ja, auch noch sehr, sehr gut dabei in der Gruppe. Und auch Christina Chagan in ihrer Gruppe ungeschlagen mit Antonio Benvenuto und Siegfried Bund an der Spitze. Sieht also so aus, als wenn hier 2 Mädels weiterkommen könnten. Die Jasmin Michel hat leider noch kein Spiel gewonnen, 0-3. Da sieht es eher nicht so gut aus in Sachen Zwischenrunde. Und dann schauen wir mal auf Toni Drego und Evangelos Fetters. Toni ungeschlagen, 4 Spiele, 4 Siege. Fetters 2 aus 3, da muss noch ein bisschen was passieren. Er führt ja auch gegen Drago und last not least Ruben Frick, Youngster aus Baden-Württemberg. 4 Siege aus 5 Spielen. Starke Leistung. Christoph Spall 3 aus 3 und Carmine Nanula, Routinier aus Norddeutschland, 3 Siege aus 4 Spielen. Und der Stefan Nölle, der eine halbe Stunde zu spät kam und da er die erste Partie 0-5 abgeben musste, ist ins Turnier eingestiegen und hat gleich 2 Siege gelandet und ja, sich damit wieder an die Spitze mit dran geheftet. Schauen wir mal, ob es langt, sich zu qualifizieren. Gute Chancen hat er allemal bei seiner Leistungsstärke. So, haben wir das hinter uns gebracht. Schauen wir uns das Spiel an. 1-0 Efren Reyes. 3, 6, 9, 10, nichts gefallen. Eigentlich ganz gutes Break, nur nichts gefallen. Problematik sehe ich spontan bei der 3, die mir nicht vorbeizugehen scheint. Hier sehen wir es jetzt ganz gut. Ha, doch, hauchdünn geht's noch. Hauchdünn geht's noch vorbei. Weil nach der 3
sollte das für den Christian zu schaffen sein. Jetzt schiebt er allerdings die 3 zu. Legt sich vielleicht ein Kombi hin, 3 auf 9. Ja, Kerzen gerade, so gut wie. Alles nochmal gut gegangen. Er guckt sich aber an, ob er dem Kombi aus dem Weg gehen kann. Und das will er durch einen Rückläufer bewerkstelligen Richtung Pinke 4. Genau. Ticken zu kurz vielleicht, aber dann kann er trotzdem auch hier noch einen Rückläufer spielen und an die lange Bande die Weiße abtropfen lassen. Und die 4 dann eben lang die Bande runter. Gibt ja immer mehrere Optionen. Na, nicht immer, aber öfter. Da muss man schnell reagieren, kreativ sein und auf die entsprechenden Situationen reagieren. Das ganze Loch ausgenutzt. Noch als kleiner Hinweis für alle, die morgen am Turnierbetrieb teilnehmen. Wir sehen jetzt hier ein Challenge-Match und die entsprechende Kleidung, die wir sehen, sowohl vorhin als beim Tobias Heuss als auch jetzt beim Christian Reimering, entspricht nicht dem, was wir auf der German Tour dann letztendlich im Turnierbetrieb sehen wollen. Also nicht irritieren lassen, es gilt hier die ganz normale Sport- und Turnierordnung, so wie ihr die Kleidung auch kennt aus dem Turnier- und Ligabetrieb. Schwarze Hose, schwarze Schuhe, Trikot. Geht im Zweifelsfall auch eine andere farbige Tuchhose, kein Problem. Ab Samstag, ab Zwischenrunde, Sonntag, Endrunde wollen wir dann auch die schwarze Hose dann sehen. Zahlreiche Zuschauer interessieren sich für diese Matches, wie ihr im Hintergrund vielleicht gerade gesehen habt. Da sehen wir es, also guter Besuch auf einen Donnerstagabend hier in Darmstadt im Chaplains Bowling. Und wenn wir dann morgen Freitag Richtung Wochenende gehen, ja, dann wird es hier richtig voll, denke ich mal. Ich rate auch nur wirklich jedem, der in einigermaßen der Nähe von Südhessen, von Darmstadt wohnt, sich auf den Weg zu machen und sich das Ganze hier live anzuschauen. Hier gibt es Action, hier gibt es bärenstarkes Billard. Viele Nationen am Start. Jeder will sich einen Kuchen, ein Stück vom Kuchen, vom Preisgeldkuchen abschneiden. Sehr schönes Safe hinter die 2. Schade, ein bisschen weit noch rausgelaufen, aber hinter der 9 allemal. Hinter der 2 wäre natürlich auch für einen wie er von Race so gut wie tödlich gewesen. Per Bogenstoß kommt er von Race hier aus dem Safe heraus und hinterlässt dem Christian Reimering einen schweren, aber machbaren Einsteiger. Tief rechts, kurze Bande, lange Bande, ja, nochmal lange Bande und zwischen 2 und 10 Aufstellung. So sieht's aus in den Träumen. Mal gucken, ob Christian Reimering hier den Traum verwirklicht. Option ist natürlich einfach nur kurze und lange Bande und dann vielleicht auch nochmal lange Bande auf die 2 und die 2 dann links ins Eckloch. Die Variante nimmt er auch, bleibt aber an der 9 hängen. Ja, ein bisschen aber nur und das war ja nahezu ideal, dass er hängen geblieben ist.
Erstens wäre die Weise vielleicht ins Eckloch gefallen, zweitens wurde sie etwas langsamer. So, schöne Grüße gehen auch nach Wien. Dort hört man uns auch. Wir bekommen hin und wieder Nachrichten aus diversen Städten, wo man uns hört und sieht natürlich in allererster Linie. Auch in Amerika schaut man uns zu. Dort ist ja jetzt irgendwo zwischen 11 und 14 Uhr, je nachdem in welcher Zeitzone man lebt. Und währenddessen, bombensicher, Christian Reimering, 2:1. Bei der Gelegenheit auch ein Hinweis in eigener Sache. Die letzte Touch-Ausgabe aus dem November hat ein schönes Cover, das ziert Christian Reimering. Und da gibt es eine exklusive Story über sein Leben, sein Billardleben, sein Privatleben. Wenn ihr die Möglichkeit habt, das zu lesen, dann schaut einfach mal rein. Da haben wir auch eine Einblendung, Touch Billiard Magazin. Lohnt sich allemal, die 5 Euro zu investieren. So viel Content, so viel Inhalt gibt es weltweit nicht ein zweites Mal. Keine Kugel gefallen. Herr von Rees zurück am Tisch. Musste da den Einsteiger mehr oder minder riskieren. Scheitert und gibt dem Christian Reimering ein offenes Brett. Da sehe ich auf den ersten Blick kein Problem und auf den zweiten auch nicht. 2, 3, 4, 5 rüber, 5 auf 6. Könnte man vielleicht noch was Falsches draußen machen. 7, 8 ist unten, 8 auf 9, naja, auch nicht so dramatisch. Das ist für einen wie den Christian dann... ja, auch Konzentrationssache. So eine Partie runterzuspielen. Keine künstlichen Fallen da noch einzubauen, sondern konzentriert zu bleiben. Im Hinterkopf natürlich, ne, das muss aus sein, aber trotzdem muss ja alles noch gespielt werden. Und das genau macht dann solche Racks so schwer.
Aha, 5 auf 6 jetzt. Jo. Trotz der etwas misslichen Lage locker gerettet. Und währenddessen schaue ich so ein bisschen im World Wide Web auch mal. Deswegen habe ich jetzt gerade auch die Stellung nicht gesehen auf die 5. Jetzt habe ich gerade gesehen bei azbillards.com, die amerikanische Billardseite. Gleich auf der ersten Seite Streaming Guide steht dort. Und dann Position 1 German Pool Tour, germantour.net. Also auch dort, ja, sind wir platziert und werden dadurch natürlich empfangen. Also man hat auch in Amerika gesehen, hier passiert was in Deutschland und setzt uns gleich bei so einer bekannten Billard-Website auf die Startseite. Ich war mal kurz offline, musste hier noch ein bisschen was klären, weil mit meinem Mikro wohl irgendwas nicht so richtig stimmt. 2:2 jetzt der Spielstand. Sorry für die kurze Pause. Blue White Ball, Billard TV, join us on Facebook und natürlich auch auf YouTube, noch viel billiger, noch viel wichtiger, sorry. Noch viel wichtiger. Blue White Ball, Bernd Schmotz, der hier die Regie führt.
So, weiter geht's in der Partie von Reyes. Christian Reimering, 10 mal bis 7. Der Magier am Tisch. Der Magic Moment ist bisher noch richtig ausgeblieben, sag ich mal. War ein paar coole Sachen schon dabei gegen Tobias Heuss. Aber vielleicht kriegen wir ja noch einen Magic Moment serviert. Speziell was jetzt hier so Sachen angeht, wie aus den Saves rauskommen. Da hatte Tobias Heuss vorhin gesagt zu mir, Jochen, ich konnte auch Saves legen. Egal, es gab immer ein Resave, Save, Resave, Save, Resave. Ich hatte keine Chance, ihn mal irgendwie zu faulen. Sehr gute Sicherheit, sehr viel Gefühl bewiesen. Der sah, glaube ich, dann doch viel leichter aus, als er es war. Da schaut der von Reyes gleich zweimal hin. Sieht wohl so aus, als wenn er einen leichten Bogen links Effekt. Zwischen 6 und 10 kommt er also noch genau durch. Jetzt lautete die Ansage, wohl tendenziell gar keine. Er lässt die Weiße abtropfen, hat lang angesagt, aber Plan ist wohl eher die Weiße als Kiss-Shot abtropfen lassen zu wollen. Hinter die 9 dürfte das sein. Ja, 9 geplant, aber er ist hängen geblieben mit der Weißen und hat jetzt dem Christian was angeboten, aber das ist auch nicht jetzt so erquickend. Sehr schöner Stoß, technisch wieder mal allererste Sahne. Da seid ihr auch im, sei auch empfohlen mal das Buch, das Trainingsbuch, das Christian Reimering geschrieben hat, The Stroke. Da lohnt es sich mal einen Blick reinzuwerfen, respektive mal ein paar Euro in die Hand zu nehmen. Ist ein Trainingsbuch. Da gibt es viel zu lernen über das Billardspiel. So, und jetzt kriegen wir hier einen Co-Kommentator. Der Tobias Heuss kommt gerade zu mir, isst ungefähr 200 Gramm Haribo mit einer Hand direkt und sagt dann noch, soll ich noch mitkommentieren? Nein, ich habe, glaube ich, genickt. Tobi, du weißt Bescheid. Einmal Headset drüber und wahrscheinlich so in 10, 15 Minuten wirst du wieder sprechen können, wenn der Mund leer ist. Jochen, hallo. Mein Mund ist leer, also ich möchte es gerne erstmal richtig stellen. Ich hatte genau ein Gummibärchen und das wird mir gleich hier negativ ausgelegt. Ja, wie sieht's aus? Zwei Beine. Zwei Beine, ja.
Ja, jetzt sprechen wir mal erstmal über dein Match. Oder nein, wir schauen uns nochmal diese Geschichte an. Doch, das machen wir dann unbedingt, weil wir schauen uns aber jetzt erstmal diese Situation 2 auf 3 an. Die ist interessant. Kannst ja gleich mal gucken, was würdest du denn da machen? Da liegt die 3 eingeschnürt von 6 und 7. Du hast nicht den Äffeln am Tisch. Ja. Ja, wenn er dann genau an die Bande hinlegt, die weiße, dann kann er vielleicht irgendwie safe spielen. Ja, das ist richtig. Aber mit einem Risiko, naja gut, das Risiko, die Weise zu versenken, ist eigentlich doch minimierbar. Er muss einfach nur relativ nah an die lange Bande, dann müsste schon hinhauen. Gibt's wahrscheinlich schon die ersten Protest-WhatsApp da auf deinem Handy. Mein Handy dreht durch, weil ich gespielt habe gegen den Efren. Ich habe es natürlich angekündigt auf Facebook. Ja. Und es haben doch einige Leute dann mitverfolgt. Ja, dein ganzer Heimatverein, der BSV Pfaffenhofen, hat zum Beispiel, ja, mehrfach mich angeschrieben. Die Jungs sind jetzt, glaube ich, nicht mehr am Zuhören. Die sind jetzt selbst an den Tisch gegangen, um ein bisschen was zu verbessern, offenbar. Haben ein bisschen was aufgeschnappt von euch beiden und gucken mal, ob sie es umsetzen können. Oh, hat er die 10 angesagt? Schon, oder? Ja. Nee. Nee? Warum nicht? Warum nicht? Und jetzt, ach so, Quatsch, ja, wenn die 10 fällt, kann er ja abgeben. Ja. Habe ich ja auch gar nicht dran gedacht. Mich wundert es eh, dass der Efren nicht selbst spielt. Nachdem, was ich gerade über Vormende alles erleben musste, da kann er den auch mal selber spielen. Ja, willst du über mein Match sprechen? Also mir wäre es lieber, wenn nicht, aber... Durchaus, durchaus. Das wollen wir doch mal hören, ne, aus erster Hand. Also, was mir natürlich spontan in den Sinn kommt, ist 3-6 Rückstand, 6-6 und dann die 8. Ja, das kommt mir auch in den Sinn. erstmal muss man sagen, ich bin 3-6 hinten, waren aber zwei eigentlich verschossene Neuner vom Efren dabei. Also jetzt nicht offene verschossen, aber hat er halt liegen lassen. Ich glaube zwei Banker waren sogar, die er versucht hat. Und ich bin trotzdem nur 6-3 hinten. Sagen wir mal, wenn er den Neuner reinschießt, steht es halt gleich mal 8-1. Und es war wirklich so, dass ich überhaupt keine Chance hatte am Anfang. Ich glaube bei 1-1 ist mir die Weiße gefallen. Und danach habe ich wirklich nur noch aus dem Safe agieren können. Egal was ich gemacht habe, der Efren hat immer Safe, Resafe, Resafe, Resafe. Egal über wie viele Vorbanden. Es hat ja alles perfekt funktioniert, was er sich so überlegt hat. Und ja, dann war ich 6-3 hinten. Dann habe ich doch mal so einen halben Ball bekommen wenigstens. Habe dann auch gut gespielt, ein paar schwere Partien ausgemacht. Dann stand 6 beide. Ja, da fällt mir spontan diese 7 ein, die du ganz dünn in die Ecktasche genau, gejagt das, hast. Genau, das war bei 6-3 Rückstand. Ja. Die schwere 7 habe ich wirklich perfekt getroffen, den Ball. Dann 6-4, dann habe ich noch einen An ausgemacht, 6-5. Dann war er einmal dran bei 6-5, gewinne aber die Partie auch. Und beim 6 beide break ich, spiele auch eine schwere Partie runter. Und bin eigentlich aus, also wirklich perfekt auf die 8 eingestellt. Und habe dann, ich weiß nicht, den Bock des Jahrhunderts wieder eingebaut. Die 8 verschossen, irgendwo hin, ich weiß immer noch nicht wie. Und ja, dann stand es 7-6 und 8-6 gleich hinterher. Und da mache ich tatsächlich noch das 8-7. Da hatte ich auch ein bisschen Glück, muss ich sagen. Ja, hattest du einmal, ja. Weiß jetzt nicht mehr genau, aber ich kann mich erinnern, dass... Genau. Aber ich, und dann warst du doch nicht... Warst du doch schon auf dem Weg zum 8-8? Was war das? Ja, also ich habe bei 8-6 habe ich mich selbst gesaved, mit einem ganz schlechten Ball auch. Habe aber dann über Vorbande Glück gehabt und habe die 5 reingeschossen. Und dann stand es 8-7 und bei 8-7 break ich, hab einen schweren Einsteiger, mach den, dann ist die Partie eigentlich so gut wie gelaufen und stell mich ganz, ganz dämlich auf die 5 ein. Also ich hatte eh noch Glück, dass ich es überhaupt gesehen habe, wirklich ganz schlecht verstellt. Verschießt die 5 und ja, das war's dann. Also ich hatte durchaus meine Chancen, aber hab's leider klassisch versaut. Aber der Efren Reis ist natürlich für dich auch ein Idol. Ja, absolut. Ich meine, das war von daher war es natürlich auch ein Erlebnis, gegen ihn mal hier vor Kameras live. Das war ein Riesenerlebnis, ja. Das war wirklich mit das coolste Match, was ich überhaupt gespielt habe. Wahrscheinlich das Beste,
also nicht das Beste, aber das, was mir am meisten Spaß gemacht hat, auf jeden Fall. Ja, ist eine Riesenehre, gegen ihn zu spielen und super, dass er gerade mit dem Busti auf Tour ist hier in Deutschland. Das ist ja eine Riesensache für uns. Und ich muss sagen, ich habe ja wirklich schon gegen viele sehr, sehr gute Spieler, gegen fast die ja, komplette Weltelite gespielt, aber mit dem Efren war es schon was ganz, ganz Besonderes. Mhm. Und man muss auch sagen, was er bei Vorbande gemacht hat, ist halt nochmal zwei Klassen stärker wie alles, was ich bisher überhaupt gesehen habe. Kann ich mit nichts vergleichen, was ich bis jetzt gesehen habe. Und ich habe schon ziemlich viel gesehen, würde ich behaupten. Mhm. Hat mich natürlich schon ein bisschen aufgeregt, auch, muss ich sagen, am Anfang. Dass egal, was ich gemacht habe, dass ich immer nur auf Safe dran kam, das ist natürlich schon ja, nicht so spaßig. Aber gut. Im Endeffekt würde ich sagen, ja, aber es ist auch doch ein Lob an dich eigentlich. Er hat dich ja schon spielen sehen in Backnang bei unserem Event und hat gesehen, der Tobias, der muss sich aufpassen und hat wirklich ja, dementsprechend auch agiert, vorsichtig. Ja, ja, weil er wusste, da kommt was von dir. Er hat schon ein, zwei Bälle, da dachte ich eher, dass er vielleicht einen Banker angeht, aber hat er dann auch safe gespielt. Und klar, es ist irgendwo ein bisschen Lob, aber gut, hilft mir im Endeffekt ja, nichts. Ja, nee, aber es will mir hin, also ja. Vom FNRS ernst genommen zu werden, ist auch schon mal ganz gut. Ja, alles genommen zu werden. Nee, wir haben ja in Backnang letzte Woche, oder vor, wie viele Tage waren es? Vor 3 Tagen quasi. Die Zeit verschwindet so ein bisschen. Vor 3 Tagen haben wir in Backnang gespielt, also der Flo Bammer und ich im Doppel gegen Efren und Bustamante. Und ja, da haben wir beide sehr gut gespielt, da haben wir auch deutlich gewonnen. Und ja, da denke ich, wird er schon gesehen haben, dass ich auch den einen oder anderen Ball reinschießen kann. Zu meinem Nachteil wird er aber wahrscheinlich auch gesehen haben, dass er mich über Vorbeine locker im Griff hat. Also. So, 4-2 von Efren gegen Christian Reimering. Ja, war eine gute An-Aus-Partie mit einem schweren Einsteiger bei Bande. Ne? Ja, also wenn du so weitermachst, hast du die 200 Gramm bald. Die Gummibärchen vom Jochen schmecken Weltklasse, würde ich sagen. Also. Aber nach so einem Satz sei es mir vergönnt. Bitte, bitte. Ach, das, umso weniger muss ich essen. Ich soll auch noch ein paar übrig lassen für die Jennifer Ring, habe ich vorhin gehört. Ich glaube, die kommt morgen. Naja, vielleicht sind es noch was übrig. Also jetzt liegt es nicht mehr in meiner Hand. Wenn noch ein, zweimal mitkommentiert, dann wird nicht mehr viel übrig sein. Nichts gefallen bei Efren's Break? Der Christian ist am Tisch, oder? Ja, nichts gefallen, ja. Hast du denn mein Match kommentiert? Oder? Nein, ich habe mal zugeschaut. Der Ralf hat es kommentiert. Ach, der Ralf hat es kommentiert, okay. Mit very special guest Ricky hier aus Darmstadt. Okay. Ich habe mehrere Protest-WhatsApp bekommen, dass der Ralf bitte weggehen soll und der Ricky bleiben soll. Nicht ganz ernst gemeint. Immer schön mit vielen Smileys versehen. Wer ist der Ricky? Ich glaube leider... Das ist ein kleiner 10-jähriger Bub, der sitzt dort oben. Du siehst ihn jetzt. Ach, ja, dann weiß ich schon wer, ja. Der hat gegen Efren Reyes und gegen Francisco Bustamante beim Show-Event in Darmstadt im K60 gespielt vor 3 Tagen. Und ganz pfiffiges Kerlchen und da habe ich gestern mal gesagt, komm, kommentierst mal mit. Ja, das macht ihm offensichtlich Freude und er weiß sich auch schon richtig gut auszudrücken. Ja, ist doch schön. Hat Ahnung von dem Spiel, hat sich damit schon sehr, sehr viel beschäftigt. Und, das ist ja schön, dass dann wenigstens einer hier sitzt, der Ahnung hat. Eben. Und wir haben dann gedacht, dann präsentieren wir mal den Leuten draußen mal nicht irgendwelche Schätze, sondern mal einen mit Fachwissen. Ja, schön. Keine Waldo von Stettler, sondern mal echte Kompetenz. Ui, das ist nicht das gut. Ist, das war nicht geplant. Ich denke, da kann man Banker kann man mal angehen. Ja, macht er auch. Ich spreche aus Erfahrung, wenn ich sage, lieber kein Safe gegen Efren spielen. Das ist nicht so effektiv.
Was macht ihn denn eigentlich wirklich so aus? Wir reden jetzt immer über die Vorbänder. Ja, die Vorbänder. Aber ja, also es ist hauptsächlich wirklich dieses Bandenspiel, was ihn so einzigartig macht. Ja, das Schlimme ist halt, er ist halt so weit voraus mit dem Wissen über dieses Spiel, dass er einfach die ganzen schweren Sachen, die ein bisschen schwächere Spieler, zum Beispiel ich jetzt auch, brauchen, einfach mal einen langen Ball reinschießen oder mal eine schwere Stellung, eine wirklich schwierige machen müssen, die braucht er halt oft einfach gar nicht, weil er es einfach ja, so extrem smart und intelligent spielt, dass er das alles umgehen kann. Ne? Und wenn er die schweren Bälle gar nicht braucht, dann ist er fast nicht schlagbar, weil die leichten verschießt er natürlich auch nicht. So einen langen kann er schon mal daneben setzen. Ne? Früher war das wahrscheinlich auch anders bei ihm, aber ja, wie gesagt, er spielt wirklich so extrem schlau und einfach, dass es einfach unglaublich schwer ist, ihn da zu setzen. Mhm. Ja, und safe brauchst du halt gar nicht spielen gegen ihn, weil das ist wie wenn ich mit jemandem Schach spiele, der einfach deutlich besser ist, da hat man halt einfach keine Chance. Ganz einfach. Ja. Schach ist er ja auch eine Rakete. Ja, das ist ja noch schlimmer, dass er da. Da hast du da auch, glaube ich, eine Story mit Mario He auf Lager, oder? In Sachen Schach. Ja, der Mario ist ja auch ein sehr guter Schachspieler. Und also Mario He aus Österreich, genau, österreichischer Nationalspieler in Diensten des BSV Dachau. Ich glaube, der Mario war sogar mal österreichischer Meister im Schach, als er noch viel, viel jünger war. Und ja, der hat mal gespielt gegen Efren. Und ich habe quasi aus der Ferne Geld auf den Mario gesetzt. Und das ist, ja, gehörig in die Hose gegangen. Mit wehenden Fahnen ist er untergegangen und mein Geld mit versenkt. Ja, anscheinend spielt er doch wirklich auf einem unglaublich hohen Niveau auch Schach. Das, ja. Ja. Frechheit, dass der alles kann. Ne? Ja. Vielleicht hätte ich im Tischtennis eine Chance. Ja, gut, dann müsstest du deine Karriere mal wieder aufnehmen. Nicht nur für 3 Monate im Juni, oder 3 Wochen im Juni, so rum. Man muss dazu sagen, der Jochen ist ja leidenschaftlicher Tischtennisspieler, spielt schon seit gefühlt 70 Jahren im Verein Tischtennis. Ja, 36. Und da wir jetzt in derselben Stadt wohnen, dachte ich mir, ich komme mal mit zum Training und versuch's auch mal. Hab dann direkt Weltklasse gespielt, auf Weltklasse-Niveau wirklich. Und ja, dann habe ich meine Karriere aber schnell wieder beendet. Vielleicht wird es da wirklich für den Efren, könnte sein, dass es im Tischtennis wenigstens reicht. Ja, stimmt. Da gibt es keine Vorwanden. Ja. Schauen, was er sich da einfallen lässt, der gute Mann. Ich habe gerade einen Gruß bekommen vom Christian List, den gebe ich natürlich gerne zurück. Aus Dachau. Ganz lieben Gruß in die Heimat nach Bayern. Ja. Christian sieht es gut aus, ne? Zum 4-4 jetzt noch diese Partie. Ich bin ja auch auf 9, oder? Nee, 7. Guck mal, lesen. Ach, hier, ja. Stimmt. Race to 7. Ja. Mein Englisch ist nicht so gut, deswegen. Ja, stimmt. Race to 7. Habe ich auch gehört. Ja. Da war ich mir jetzt nicht sicher. So, letzte schwere Stellung. 6-8. Tobi werdet ihr jetzt wieder eine Zeit lang nicht erhören. Mittlerweile hat er jetzt die Box an Haribo direkt vor sich gestellt, nachdem er die letzten 2, 3, 4, 5 Minuten noch zugegriffen hat mit einem langen Arm, hat er jetzt die ganze Box zu sich geholt. Wie ihr euch sicher vorstellen könnt, wer mich kennt, der weiß natürlich, dass er auch maßlos übertreibt. Also ich habe jetzt vielleicht insgesamt 10 Stück Gummibärchen gegessen. Box. Oder vielleicht 20. Ja. Jochen, ich würde vorschlagen, jetzt geht's in die heiße Phase beim Match. Jetzt gucken wir mal ein bisschen. Schalten wir mal ein bisschen auf professionell um. Jetzt in der Partie gibt's nicht mehr viel zu sagen, aber. Danach geht's nochmal in die heiße Phase. Race to 3 quasi. 4-4 hier in Darmstadt, German Tour Finale und hier im Rahmenprogramm spielt
Von Reus, der Magier gegen Christian Reimering. Vom PBC St. Augustin, wohnhaft in Leverkusen. Großer Fan von Bayer 04 Leverkusen, Dauerkarteninhaber. Ja, ist mir direkt unsympathisch. Na, da habe ich jetzt zum Beispiel gar nichts dagegen. Da müssen wir jetzt nochmal was sagen. Bayer Leverkusen und Kickers Offenbach, Fanfreundschaft. Und ich bin ja Offenbacher. Also Christian und ich, wir verstehen uns. So, jetzt schauen wir Billard. 4-4. Oh, sehr gutes Break. Jetzt muss ich mal kurz ins rechte Bild gucken. Da steht 4-0. Doch, guck da mal. Fällt noch die letzte. Schau mal nach rechts ins Bild. 4-0 bei Francisco Bustamante. Liegt ja. Der 4-0 zurück? Ich weiß es nicht. Ich habe nicht viel von dem Match gesehen. Ich glaube aber eher, dass der 4-0 vorne liegt. Würde ich auch sagen, aber... Hier das Break von Christian war jetzt sehr gut. Erst könnte man gedacht haben, dass keine reinfällt, aber die letzte rollende Kugel hat es dann doch noch ins Loch geschafft. Stellung 1 ist auch da. Und ich habe mal nachgeschaut, Bustamante führt 4-0. Also sie sitzen quasi verkehrt. Bisschen zuschauerunfreundlich. Ja, ich sehe da jetzt keine wirklich tricky Stellung in der Partie. Ne? Na, da muss man halt dann gucken, dass man bei der 4 auf die richtige Seite kommt. Ja. Ansonsten müsste man ausweichen, dass man die 5 ins rechte Mittelloch spielt. Aber im Normalfall, wenn er mal bei der 7 irgendwann angekommen ist, dann geht auf keinen Fall mehr was schief. Dann passiert nichts mehr. Ja, jetzt wenn die Stellung auf 4 einigermaßen passt, dann sollte die Partie jetzt gelaufen sein. Hat er sich auch ein bisschen genauer angeguckt, auf welche Seite er da muss und läuft und trotzdem läuft direkt zu weit. Auf die andere Seite. Ja. Jetzt ist die Frage, ob er noch unterhalb der 9 in die lange Bande kommt und wieder rauskommt. Das ist wirklich unangenehm, der Winkel jetzt. Ja. Lass mich mal meine Ausführung machen, ob er unterhalb der 9, wie gesagt, lang kommt, lange Bande und die Weiße wieder rauslaufen lässt und die 4 ins selbe Loch wie die 3 fährt, die 5 ins selbe Loch wie die 4. Vielleicht kann er auch die Kombi spielen. Ansonsten wäre die Alternative heftiges Rechts-FE und dann stellen auf Mittelloch jetzt das untere quasi oder richtig laufen lassen hoch rechts. Und die 5 ins selbe Loch wie die 4, über 3 Banden die Stellung, also ganz wilde Sachen, die ich mir da ausgedacht habe. Ja, perfekt eingestellt. Ja. Ich glaube, das war auch der schlauste. Ja, war es auch definitiv. Ich habe immer jetzt die Möglichkeiten aufgezählt. Die letzte war natürlich am risikoreichsten, da mit 3 Nachbanden. Jetzt habe ich alle guten Gummibärchen rausgepickt. Ja, gab es da weniger gute und also gute. Also den Rest kannst du haben. Ist nett, ich will aber jetzt gar keine mehr. Du hast jetzt alle angefasst. Das ist ja Quatsch. So, und hat man gesagt, wie gesagt, ab der 7 sollte es kein Problem mehr sein. Zwei Banden. Kann es sein, dass Efren jetzt schon die dritte Partie gar nicht am Tisch war? Er war schon länger nicht mehr am Brett, das ist korrekt. Letztmals könnte es sein bei 4-2, als nichts gefallen ist, so richtig. Ich glaube auch, ja. Na, so ganz starke Vorstellung hier von Christian Reimer, der jetzt 5-4 in Führung geht.